Herzlich willkommen in der Quimic Weihnachtsbäckerei, heute im wunderschönen Salzburg im Olina Küchenstudio. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich zeige euch heute unsere Dattel-Mandelschnitten, eines unserer neuen Keksrezepte und was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. Aber ganz wichtig, als erstes heizen wir unseren Ofen vor 170 Grad Umluft. Für unsere Dattel-Mandelschnitten nehmen wir unsere Quimic Sahnebasis, unser Allround-Talent. Ja. Wieder ganz einfach, wir werden alle Zutaten in einem Mixbecher machen und diesmal geht alles in einer Küchenmaschine. Ja? Für unsere Dattel-Mandelschnitten brauchen wir einen Mixtopf, da nehmt ihr einfach eure Küchenmaschine. Ich habe jetzt da Mandeln drinnen, es ist egal, ob die Mandeln im Ganzen sind gehobelt, gestiftet, nehmt was ihr zu Hause habt. Ja? Das kommt als erstes rein, dann kommen getrocknete Apfelchips dazu und dann mixen wir das einmal, dass wir ein feines Pulver haben. Unsere Äpfel und unsere Mandeln sind jetzt gemixt. Wir haben ein schönes, feines Pulver, ähnlich wie Grieß. Und jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Wir haben hier jetzt unsere gemahlenen Mandeln und die Äpfel mit den Datteln, Rosinen, Eigelb ist schon drinnen. Jetzt kommt nur der Zucker dazu. Wir nehmen ein bisschen Honig, ungefähr ein Teelöffel, 20 Gramm in etwa. Ein bisschen Vanille geben wir dazu, Nelke und Zimt. Die Gewürze sind wie immer variabel, ihr könnt natürlich auch Lebkuchengewürz verwenden oder gerne mal Kardamom probieren, Tonkabohne, würde sie auch super anbieten hier. Nachdem das alles lauter sehr süße Zutaten sind, geben wir eine Spur Salz dazu, damit wir ein bisschen einen Gegenpol haben wieder. Jetzt kommt unsere Sahnebasis dazu und ihr könnt hier auch wieder gerne mit Alkohol arbeiten, wenn ihr wollt. Tut ein Amaretto dazu, Contro, ein Baileys, Rum, was immer ihr wollt. Gebt ihr gerne ein bisschen Rotweinlikör, ist auch ganz gut. Dann kann man es in die Richtung Punsch abwandeln. Ja. Wir geben jetzt ein bisschen Orangenschale dazu. Und Orangensaft kommt nur dazu, so in etwa von der halben Orange, das reicht uns schon. Und Pistazien, wie gesagt. Ja. Pistazien geben eine wunderbare Farbe, wir kriegen einen ganz leichten Marzipan-ähnlichen Geschmack. Es wird orientalisch, wenn man schon merkt, mit den Datteln und so weiter. Ihr könnt natürlich alle Superfoods nehmen, die man so kennt, ob das getrocknete Cranberries sind, Heidelbeeren, Goji-Beeren. Ja, eurer Fantasie ist da komplett offen. Ihr könnt auch gerne den Zucker komplett austauschen, nehmt nur Honig her oder Ahornsirup, Agavendicksaft. Also dieses Rezept bietet alle Möglichkeiten. Also unsere Masse ist ungefähr 30 Sekunden gemixt. Da können ruhig noch ein paar Stücke drinnen sein. Das macht dafür das Mundgefühl schon aus. Und jetzt streichen wir das direkt auf unser Mürbeteig. Wir nehmen wieder fertigen Mürbeteig her. Die gerne selber backen, können natürlich gerne selber Mürbeteig machen. Wunderbar, wir streichen unsere Masse jetzt einfach auf die Größe von unserem Mürbeteig aus. Das kann ruhig so fingerdick drauf sein. Ihr könnt es auch gerne kleiner machen, das sind so richtige Energieregeln, wenn man sich das in Stücke schneidet fürs Büro zum Beispiel. Geht natürlich auch wunderbar. Und dann kann man das nach Belieben nur ein bisschen bestreuen. Wir werden dann ein paar Mandelblätter drauf geben. Gehackte Nüsse würden sie natürlich auch wunderbar anbieten. Wenn das fertig bestreut ist, geht es ab ins Rohr. Jetzt ist leider der schwierigste Teil für uns alle, jetzt müssen wir 25 Minuten warten, bis sie fertig sind. Die 25 Minuten Wartezeit sind endlich vorüber. Ja. Wir haben unsere Schnitten vor uns, jetzt geht es nur noch ums Schneiden. Für alle, die es ganz perfekt haben wollen, die können natürlich die Ränder abschneiden und dann sofort naschen. Wunderbar, jetzt schneiden wir es einfach nur. Man kann die
in gefällige Stücke schneiden. Ihr könnt da gerne so kleine Dreiecke schneiden oder ihr schneidet es dann in Rauten, das ist alles möglich. Ihr könnt es gerne nur in Schokolade tauchen oder wie wir vorher kurz angesprochen haben, ihr macht euch Energieriegel für die Arbeit, die ihr mit ins Büro nehmen könnt. Ganz einfach. Bisschen anzuckern. Perfekt. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Also es riecht schon wirklich wunderbar nach Weihnachten. Viel Spaß beim Nachbacken. Für alle, die noch mehr Anregungen für Weihnachten brauchen, schaut bitte auf unsere Homepage quimic.com. In der Rezeptdatenbank sind unzählige Rezepte da. Alles, was ihr für diese Rezepte braucht, findet ihr in unserem Online-Shop. Viel Spaß, bis bald.